Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Köln mit 2 Dogdays. Mit an meiner Seite der Daniel, wie die geile Sau. Jo, hallöchen. So, dann wollen wir mal jetzt hier. Da drüben! Da drüben, Flugzeug! Oh, schnell! Schnell! Jetzt kommen da so viele, ne? Ich bin einfach durchgerannt. Also, ich renne einfach durch. Du! Aua! Oh, was schießt der denn auf den Rücken? Oh! Aua, Jacks ab. Boah, ich glaube, ich renn zurück und kill den gleich, den Penner. Alter, wo geht's denn? Ach, hier. Na, los, beweg dich! Schnauze! Na, lauf. Sicherheitshalber nach. Oh, Hunde! Hunde! Weg! Wir kapern erstmal das ganze Flugzeug. Kameramann, der ist jetzt gerade gestorben. Au. Ja, au, au. Oh, das war's schon. Ja, wie? Ja, anscheinend war's das. Ging das nicht noch im Flugzeug weiter? Ich habe da irgendwie so eine vage Erinnerung gehabt. Alter. Ja, okay. Aber eins muss man sagen. Und zwar, Canon Lynch 1 ist weniger Story, weniger actionlastig, dafür mehr Story. So, Canon Lynch 2 hat verdammt viel Action, aber macht seine Story auch richtig geil. Also und Canon Lynch 1 ist aber auch viel, viel schwerer. Ja, das ja. Zum anderen. Nee, ich muss ja auch sagen, also finde ich jetzt persönlich sehr, dass die Geschichte toll ist. Also die Story ist in Ordnung und die wird erzählt ohne Umschweife, ohne. Da wird nicht erzählt, was auf dem Weg bis dahin alles passiert, sondern da wird bloß die Story erzählt, was passiert. Ja. Da heißt es dann nicht, okay, wir müssen jetzt das und das auf einmal tun, weil das und das nicht geht und jetzt noch das und das. Das stimmt. Und vor allem keine allzu blöden Sachen wie töte 10 von denen und mach das. Aber das ist ein ziemlich lustiges Spiel hier, vor allen Dingen, weil die auch die ganze Zeit so übelste Sprüche von sich lassen und alles. Oh ja. Also für 2 Leute einen Abend mal einen lustigen Abend und so, ist das gerade das Richtige. Genau. Und von 2 Leute, die es noch nicht gespielt haben und nicht so durchrennen. Ja. Die brauchen dann natürlich ein bisschen länger. Also ihr könnt eigentlich im Schnitt so 3 bis 4 Stunden einplanen für die Story. Wenn ihr euch Zeit lasst, vielleicht sogar 5. Oh, das war aber trotzdem schön. Jo. Bock gemacht, immer wieder mal. Wieder mal nur abballern. Ohne denken. Ja. Ja, und hier den Schluss, den haben wir damals aber auf normal nicht so leicht geschafft, da hinzurennen. Nee. Da kamen so viele. Und auch so viele Hunde dann. Aber wir hatten dann auch auf normal die Probleme mit dem Flugfeld. Also da innen. Ja, ja, da drinnen, das eine da, wo wir auseinandergesperrt wurden. Oh ja. Das stimmt. Und vor allem den Anfang, boah, hatten wir da viele Anläufe mit einer Limousine. Mhm. Also wirklich viele. Oft versucht haben wir es. Sehr, sehr oft. Das und stimmt. Jedes Mal gescheitert. Und geweint. Wird das Lied von der GEMA geblockt? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das werden wir sehen, wenn wir es hochladen. Ist es chinesisch? Ja, das ist ja. Hört sich gut an. Square Enix. Nee, Eidos.
Square Enix. Ehrlich? Also dieselben Hersteller von wie von Final Fantasy. Meinst du? Nee. Doch, kam ganz zum Anfang, wenn du das Spiel startest. Hm? Ehrlich jetzt? Hm? Nee. Der Publisher ist Eidos Interactive. Nein, oder? Hä? Oder vielleicht ist es in Deutschland Square Enix. Also ich habe Square Enix zum Anfang jedenfalls gelesen. Hm. Also bei Steam schaut es natürlich ein bisschen schöner aus als auf der PlayStation. Auch jetzt alleine dieser Filmlook, der kommt da auf der PlayStation nicht so wirklich rüber. Hm. Sondern eher wie eine Handykamera. Also, der Publisher ist Eidos Interactive, der Distributor, ich glaube, das ist derjenige, der es vertreibt, ist Square Enix. Ach so. Oder werbungmäßig. Hm. Cool. Plattforms Cloud on Live, was ist das denn? Ach so. Ich glaube, im dritten Teil wird es hier wohl nicht mehr geben, wa? Nee, ich denke auch nicht. Ich meine, was wollen sie im dritten Teil noch erzählen, dass die Schwiegermutter entführt wurde? Ach, naja, dann geht's wieder, kriegen wieder Ärger, ne? Die treffen sich irgendwo in irgendeiner Stadt. Also, ich bin wirklich so ein Mensch, der Meinung ist, bevor man noch ein drittes, viertes, siebtes und wie bei Call of Duty 11. Teil. Ja, das stimmt natürlich. Sollte man gleich ein neues Spiel entwickeln. Ja, das stimmt natürlich. Naja, sonst hätten sie vielleicht eine Trilogie draus machen können, weißt du? Ja, okay, ich meine, ganz ehrlich, bei so wenig Spielzeit könnten sie auch das alles in eins packen. Ja, der erste Teil geht wesentlich sehr, sehr viel länger. Der geht wirklich so. Da habe ich echt ein paar Tage gebraucht. Ich spreche bestimmt. Da habe ich ein paar Tage dran gesessen. Das weiß ich auch noch, ich auch. Auf dem PC damals. Nee, ich auf der Konsole. Ja, ich habe es aber auch auf der Konsole. Leute, nimm's mir. Naja, bei mir ist ja das Lied hier. Was? Ne, das Lied ist bei mir ganz schön leise. Bei mir nicht. Bei mir dröhnt es voll in den Ohrmuscheln. Ich werde das Lied auf jeden Fall ausmachen. Sicher ist sicher, ich möchte nicht irgendwie noch Ärger bekommen mit chinesischen Plattformen. Aber bei mir hört man nur im Hintergrund so ein bisschen chinesische. Irgendwas Chinesisches. Irgend so ein Geklimper, ne? Ja. Din. 2008, das ist schon lange her. Ich dachte, so alt wäre das noch gar nicht. Ja, doch, schon so alt. Ja, der Part ist dann etwas kürzer. Ja. Wird geschlossen. Mal sehen, vielleicht kommt hier irgendwas. Wird geschlossen. Was wird geschlossen? Ach, wird geschlossen. Unsere Sitzung wird geschlossen wahrscheinlich. Ja, ich denke. Jetzt lädt er. Ja, laden. Ja, und jetzt sind wir hier wieder am Anfang vom Koop-Story-Modus. Wir haben doch Zeit. Ja, klar. Ja, gut. Das war's dann. Ja. Dann hat uns das sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, es war wirklich ein Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, auch wenn es nicht lang war. Wir wollten einfach mal so ein, wie nennt man das? Eine kleine Session durchziehen und einen kleinen Zockerabend alles in einem Strang durchziehen. Ja. Oder was meinst du? Naja, wir wollten einfach mal ein kurzes Spiel schnell mal rocken. Ja, also und jetzt nicht irgendwie so ein AAA-Titel mit 70 Stunden Story. Genau. Und das war gerade richtig so für ihn Abend mal. Oh ja. Und ja. Um erst wieder warm zu werden. Daniel und ich waren jetzt ein paar Tage auf der faulen Haut. Ja. Also wir haben jetzt ein bisschen für unseren, also sind wir ja fleißig dabei, wir nehmen ja ohne Ende auf für unseren Gameplay-Kanal. Da laden wir ja auch jeden Tag jeder 8-9 Parts hoch von seinem jeweiligen Spiel, was er gerade macht. Oh ja. Und ja, könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr einfach nur so das reinste Gameplay sehen wollt, ohne Gequatsche. Ja, haben wir schon einige Spiele gemacht. Oh ja. Und nur so viele Zuschauer sind da jetzt noch nicht, ne?
Könnt ihr ändern. Aber das wird sich zeigen mit der Zeit. Naja. Gameplay hin oder her, das Spiel war auf jeden Fall super. Mir gefällt es sehr. Ich finde die Charaktere wirklich sehr geprägt. Wirklich toll. Ja. Das stimmt. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Oh ja. Okay. Ich bin gern mit dir, Daniel. Ja, mit dir auch. Wieder. Macht immer wieder mehr. Macht immer wieder Spaß. Dann sagen wir mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Daniel. Play. Daniel und Ivan. Oder das. Ja. Ciao.